Und dann können wir jetzt mal hier schauen, was wir hier haben. Und zwar gibt es hier verschiedene Richtungen. Da haben wir hier den allgemeinen, also den aktuellen Sektor, also das Sirius Sector Block auf unserem Schiff. Meine Rekrutierung, ja, da machen wir hier gleich mal Schmuggelware von der Crew nehmen, weil Schmuggelware hat die Angewohnheit, dass man sie gegen Dilithium eintauschen kann. Gegen viel Dilithium. So, und dann haben wir hier noch die Abteilungsleiter, wobei jetzt hier jeden noch auswählen können. Da können wir auch sagen, dass jemand anders Abteilungsleiter sein soll, aber da wir eh nur drei BOs haben, also Brückenoffiziere, bringt uns das nichts. Und dann schauen wir mal hier in den Operationen. Hier wäre zum Beispiel, siedeln Sie Kolonisten an. Zwar gibt es hier dann andere Kolonisten ansiedeln, da kriegt man 5 Kolonisten, die kann man dann hier reinsetzen und dafür kriegt man dann 500 Dilithium. Und es ist jetzt auch noch so, es gibt hier ja verschiedene Arten, das sieht man ja, Beispiel hier sind jetzt diplomatische und hier ist dann entsprechend die Auszeichnung, in dem wir ja vorhin schon waren, kriegt man dann mehr Erfahrung, immer für die Sachen, die man hier weiterbekommt, hier zum Beispiel bei der Mission Unterhaltung eines fremden Würdenträgers kriegt man 241 Erfahrung im Diplomatierang. Und Diplomatie hat noch das Schöne, wenn man dann weitersteigt, kann man auch noch Transwarp nach KS7 in die Sternbasis 39 und auf Deep Space 9 aktivieren, dass man nicht erst weit dahin fliegen muss, sondern das dann sofort frei hat. Also Dovs sind ein vielseitiges System, was nicht schlecht ist. Aber erstmal hier ein Abendessen für Teilnahme an einer diplomatischen Abendessen der Kaitana. Jetzt haben wir hier einen Berater, irgendeinen und einen Sicherheitsmann, den wir da reinmachen müssen. Berater, Diplomat, da haben wir nur einen Diplomaten, den packen wir hier rein mit einem Doppelklick. Ja, und zum Astrometriewissenschaftler, den packen wir auch hier rein, weil der ist grün. Er gibt da noch einen Qualitätsbonus, wenn wir einen entscheidenden Erfolg haben, wodurch wir noch mehr Belohnung bekommen. Was nie verkehrt ist. Und hier haben wir unseren Sicherheitsoffizier. Und jetzt sehen wir hier schon, ist entscheidender Erfolg 9, das ist das Blaue. Normaler Erfolg haben wir 89, das ist das Grüne. Und hier der Misserfolg sind 2 und es wird auch noch Desaster geben, da haben wir gar nichts. So, das sieht doch schon mal sehr toll aus. Dann schauen wir mal hier, da gibt es natürlich immer, was ich dann mache, hauptsächlich die Diplomatie, die Sachen, die auf dem Schiff was verbessern und die, die viel Dilithium geben. Beispiel hier gibt es 50 Dilithium. Da haben wir jetzt einfach mal die beiden rein. Ist dann egal, weil keiner von denen hat irgendeine Sonder. Super toll. Und dann klicken wir jetzt hier mal durch. Hier zum Beispiel bei dem, da haben wir momentan überhaupt keinen Botaniker. Hier fehlen uns 2 astrometrische Sonden und ein Botaniker. Hierbei haben wir zwar einen Wissenschaftler, aber der ist mit einem anderen Auftrag beschäftigt und so weiter. Also man kann auch nicht jedes annehmen. Da muss man immer erst andere Missionen erstmal schaffen und so. So, dann schauen wir mal hier, was haben wir hier, 50, Kampfübungen der Schwerelosigkeit gibt auch wieder 50 Dilithium. Der Aggressiv macht hier noch mehr Erfolg, das sieht man ja, wenn ich den jetzt wieder rausmache, ist hier der Erfolg weniger, wenn ich den wieder reinmache, ist der entscheidende Erfolg mehr, zwar nicht viel, aber es ist etwas. So, und wenn dann was fertig ist, blinkt das hier übrigens auch so schön grün. Oh, dann gehen wir nochmal aufs Schiff, da ist jetzt nichts, das wir brauchen können. Werbungs-Dings, auch nichts Wichtiges. Sicherheit haben wir jetzt hier. Gut, hier haben wir 50, aber wir haben keinen entschlossenen. Aber die Enttarnung eines Maulwurfs, da kann man Gefangene machen. Die kann man dann auch gegen andere Sachen eintauschen, was auch nicht schlecht ist. Und dann nochmal im medizinischen Bereich reingeluckt. Und da haben wir jetzt hier nur die normalen. Dann soll es das erstmal gewesen sein, was wir da jetzt machen. Und ja, jetzt haben wir doch schon wieder etwas weiter. Beziehungsweise etwas mehr bekommen. Und dann bewegen wir uns wieder hoch und kümmern uns um die nächste Mission, um die Kuwak machen. Oder Kuwak. Ja, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird gerade. Kuwak dürfte aber relativ nah hinkommen. So, warten wir wieder. Mit mal auf Space Talk, ich wollte mich doch. Oh, jetzt habe ich falsch geklickt. Ihr wollt euch doch gar nicht hinbeamen. Still. Ah, jetzt wird's lauter. Okay, gut. Dann wieder hoch auf unser Schiff. Was hat man davon, wenn man etwas falsch klickt und so weiter? Ich würde wahrscheinlich in den Sirius-Sektor-Block klicken, also warpen. Total mies gelaufen. So, egal, egal, egal. Wir gehen dann jetzt in den Sirius-Sektor-Block und ja, dann machen wir schon Feuerwerk. Da gibt es nichts großartig zu feiern. Die Feuerwerke, die kann man sich auch gegen Lobby-Kristalle kaufen. Ja doch, gegen Lobby-Kristalle kaufen.
Zu den Lobbykristallen erkläre ich euch noch, wenn wir soweit sind. Auf jeden Fall kann man da Feuerwerk machen, was nichts zu bedeuten hat, außer dass man halt Feuerwerk macht. So. Und dann die Episode Kuvakmar, wo wir jetzt hin müssen, wäre dann drüben im Regulus-Sektor-Block. Glaube ich. In Arbeit, die Kuvakmar. Dienstagkommen, Sternflotte, Klingonische Reich, Regulus-System, Killer-Sektor, das Regulus-Sektor-Block. Yep. Transwarpen wir uns jetzt mal nicht hin, sondern wir fliegen einfach nur lang. Schauen wir nochmal Wolf 359. Für die Star Trek-Fans kennen das ja. Wolf 359, wo die Borg dann die Erde angreifen wollten, wo dann 40 Schiffe von der Föderation zerstört wurden und wo der gute alte Captain Picard von den Borg assimiliert wurde. Was dafür gesorgt hat, dass die Verteidigung gegen die Borg ausgebaut wurde und dass er ein Experte für die Borg wurde, was eigentlich so noch nicht mal verkehrt ist. Ich meine, klar, es ist schlimm, dass da so viele gestorben sind, aber im Grunde wäre das nicht passiert, wären später im Laufe des Krieges, wenn die Borg dann richtig kommen würden, sehr viel mehr passiert. Allein schon der Film Der erste Kontakt ist eigentlich nur gut ausgegangen, weil Picard sich so gut auskannte mit dem Borg und deswegen die so gut bekämpfen konnte, weil er von denen assimiliert wurde. Wäre das nicht geschehen, hätten die Borg Erfolg gehabt und die Erde wäre komplett assimiliert worden. Jo, und wir wollten den Regulus-Sektor-Block warpen. Und ihr merkt es schon, mit Star Trek kenne ich mich richtig gut eigentlich aus. So, und dann mussten wir das Regulus-System, genau. Ja, Regulus-System, genau. Schauen wir dann so weit. Hier die Foundry, das kennt man ja auch. Da ist hier zum Beispiel eine meiner Missionen. Yay! Ich jetzt natürlich nicht spielen werde. Aber ich könnte ja auch ab und zu mal immer eine Foundry-Mission spielen. Das müsst ihr mir halt auch mal in den Kommentaren schreiben. Wenn ihr da irgendeine Foundry habt, die ihr sagt, die ist so toll, ich will, dass du die spielst, spiel die jetzt oder ich fordere dich zu PvP heraus und nehme dich so auseinander. Dann schreibt es in die Kommentare. Ich mach's gerne. Von mir aus könnt ihr mich auch hier in-game anschreiben, dann können wir auch zusammen mal machen. Je nachdem, wenn ich dann eh gerade hier Let's Play aufnehme, können wir ja das im Let's Play machen. Ansonsten würde das halt dann wahrscheinlich als Let's reingespielt bei meinem privaten Kanal Agavan Kran rum. Oder wenn ihr wollt, kommt es nirgendwo, sondern halt einfach entsprechend taucht halt nirgendwo auf und wir haben halt nur zusammen gespielt. Also von mir aus immer gerne. Und ich passe mir jetzt hier erstmal den Chat an. So, Chat-Einstellung. So, was will ich nicht haben? Ich will keine Belohnungswissen, will nicht kleinere Belohnungen wissen. Just Sim Emote. Erzählen. Die Flotte, ja. Freunde dürfen auch. Gleich? Egal. Ja, gleich lassen wir auch mal drinne. Aber nee, lassen wir nicht drinne. Global, Inventar interessiert mich auch nicht. Lokal interessiert mich, Minispiele interessiert mich nicht, Missionen brauche ich auch nichts wissen, da unten lese ich sowieso nicht, was meine Offiziere sagen auch nicht, was das System sagt, nope, so sieht man schon, ist hier wieder raus, naja, Patrouille haben wir, Team bilden und so, ne? So, genau, dann nennen wir den mal Zone, STO German und Deutsch braucht man dann da gar nicht, hier kommt jetzt nur Zone, Team und Flotte. Dann machen wir einen neuen. So, wechseln wir dann. So, erstmal hier Zone, genau. NPCs löschen wir das Fenster, das brauche ich nicht. Gefecht brauche ich auch nicht. So, und wir haben schon erreicht, aber ich bearbeite jetzt erstmal. So, das wird dann STO German. Hier taucht dann STO German drin auf und ansonsten auch nur Nope, NPCs nicht, das Team. Aber das Team ist nie verkehrt, Team bilden ist auch nie verkehrt. Und natürlich, Freunde sollen mir auch überall was erzählen können, genauso wie das Erzählen. Möchte ich ja schon alles immer mitkriegen. So, ansonsten gibt es glaube ich nichts, was ansonsten noch. Doch, mir fällt noch gerade was ein, was dann mit ich nicht abgelenkt werde. Oh. Anti, was? NPC? Was? Ich hab doch gesagt, NPCs will ich nicht wissen. Aha. Will ich doch nicht wissen. Egal. Jetzt ist es halt drin. So, hier ist das. Ah, jetzt hat er es richtig übernommen. Will ich nicht, will ich nicht. Will ich nicht.
die Flotte darf da auch ich erzählen. Bin zwar noch in keiner Flotte. Ach, das Erzählen ist auch wichtig. Ah, dann gleich, keine Ahnung, was ist es? Global darf. Inventar. Obwohl, ne, hier ist ja STO German. So, dann haben wir Lokal darf dann auch nicht Minispiele. Mission, NPC, Offiziere. Ah, die Zone auch nicht, aber das Team darf hier quasi. Oh, jetzt aber. Erzählen, Flotte, Team. Und STO German. Das sieht man jetzt schon hier, die ganzen aus STO German. Hier haben wir nur die Zone, Leute. Und soll ich noch eins nur für Team machen? Nee. So, genau. Ah doch, mir fällt noch was ein. So, das nennen wir hier dann Team Schrägstrich Zählen. Was nur im Team und Erzählen auftauchen soll. Also nur von den Sachen. Das heißt erstmal alles raus, außer Erzählen. Gut, Flotte darf überall quasseln. Gleich weg, 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 weg. Weg, weg. Warum bin ich in Deutsch eigentlich noch drin? Ja, Mission weg, Offizier weg, System weg, Team und Zone weg. So, Team erzählen. Genau. So, das ist dann nur, wenn ich irgendwie so angeschrieben werde, die Flotte und das Team. Okay. Dann haben wir das doch schon mal eingestellt jetzt. Sehen, was haben wir hier? Channels, den verlassen. Deutsch. Will ich nicht. Optionen. Datenanzeigen. Nope. Die Zeitanzeigen. Ja, die Zeit ist nicht schlecht. Nachrichten, Kategorien anzeigen. Was wird das? Ah, lassen wir mal. Kontennamen anzeigen, Optionitäten filtern. Nee, brauche ich nicht. Namensquelle, ein Autovervollständiger anzeigen, ja. Machen wir es dazu. Okay, damit haben wir das und. So, und dann betreten wir das Regulus-System. Beziehungsweise eigentlich könnte ich das Chatfenster ja erstmal komplett aus. Machen wir hier schon mal so. Okay, Captain, die Sensoren zeigen, dass mehrere Gruppen von Schiffen des Orients in Graz in der Nähe der Kommunikationssystem-Satelliten vor uns patrouillieren. Orioner verstärken Kommunikationsmittel. Ja. Okay, dann zerstören wir mal die Orion-Schiffe da. Ach, immer diese Fliegerei. Schlimm, schlimm, schlimm. Also, juckt. So, die Kuwachma. Oder wäre das Kuwakmak? Wird es doch eigentlich dann ausgesprochen, oder? Kuwakmak. Kuwakmak. Ja, so, Kuwakmak. Ja, so sollte das ausgesprochen worden sein. Ich versuche ja gerade nebenbei immer so ein wenig Klingonisch zu lernen, aber ich bin wirklich nicht der Beste. So, na komm. Oh, wir haben hier was Neues bekommen. Und zwar macht das noch mehr Schaden auf den Angriff bei uns. Das ist eigentlich auch nie verkehrt worden, bitte schätze. So. Hier, doch kaputt, ihr blöden, blöden Dorn. Hey, ich hab da neue Strahlenpack bekommen, die hätte ich eigentlich mal einbauen können. Egal, egal, egal. So, mal wieder Energie für die Schilder, da Gegenstand nehmen wir eine bessere Konsole. Feindlichen Schiffe, bla bla bla. Und wieder ein Gegenstand. Yay, eine Waffenkiste. Und da unten ist schon der Brigadekreuzer. Wer wird unser nächstes Opfer sein, der Kreuzer? Und wieder Rückwärtsgang. Denn er kommt uns ja schon entgegen. Da brauchen wir nicht mehr auf ihn zufliegen. So, na komm. Nur mehr Energie auf die Schilder. Schilder nach vorne verteilen. Brav. Also, es geht doch. So. Na komm, geh doch kaputt. Bitte, bitte, bitte. Geh für mich kaputt. Sehr schön. Das hätten wir auch. Und jetzt fehlen nur noch hier die kleinen Scheißkerle da. Na komm, wir schneller voranfahren. Ja, vielleicht habe ich einmal gereicht, das auch.